way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Heute spielen wir in der Champions League Achtelfinale gegen Manchester United, da wo zurzeit auch Bastian Schweinsteiger spielt. Ja, Bastian Schweinsteiger. Ja, das wird ein Spiel. Wird ein Bast gegen einen Basti. Ja, und da spielt ja auch zurzeit auch Memphis Depay. Wir lassen den Einlauf dann mal laufen und deswegen geht's dann auch jetzt direkt dann mal gleich richtig los. Mit einem langen schwarzen Bildschirm und dann auf einmal Elfmeterschießen. Ja. Ja, genau, dafür gibt's keine Punkte. Muss mich verarschen. Hast du das gerade gesehen? Der geht drüber. So ein Lupfer musst du halt perfekt treffen, weil sonst geht er nicht rein. Schaut her, hier musst du auf dem grünen Bereich treffen und dann kannst du ein bisschen hoch und dann ist er drin. Ja, wir lassen den Einlauf der Allianz Arena in wunderschönem Rot laufen. Ja, im wunderschönen Rot, die Allianz Arena. Das ist schön. Ja, dann sehen wir nochmal hier die tabellarische, keine Ahnung. Boah, ich weiß nicht mal, wie ich das sagen soll. Und da ist er direkt, die Nummer 31, Bastian Schweinsteiger. Ja, Ex-Münchner, ging für unter 15 Millionen, glaube ich sogar, ging der nach United zu Louis van Gaal. Ja. Neuer steht heute auch wieder am Kasten gegen Man U. Komplett beste Elf auf dem Platz, wie wir hier jetzt auch sehen werden. Die komplett beste Elf von Bayern auf dem Platz. Ja, vielleicht hätte man ja Mustafi seine 82, Benazia seine 84 und da hätte ich vielleicht noch umstellen können, aber da ist Mustafi mir ein bisschen gut und wichtig. Ja, und hier sehen wir nochmal die Aufstellung von Manchester United. Schneiderlin und Bastian Schweinsteiger als ZDM. Außen auf dem linken Mittelfeld spielt Memphis Depay oder auch Depay, so wie ich ihn lieben gerne nenne. Spieler im Fokus ist Arjen Robben, 32 Jahre alt. Eieieiei, 50 Kilo, ja, der wiegt nicht 80 oder so. Ne, 80 Kilo wiegt er natürlich. Und 1,80 Meter groß ist er, unser Arjen. Dann Leiter der Partie ist Gustavo Apollono. Und nicht einmal den Champions League Ball haben sie eingeführt in FIFA. Was ich ein bisschen schade finde. So, Anstoß hier jetzt hat von rechts nach links. Die Weißen aus Manchester. Ja, machen sie gut. Götze erobert hier nochmal den Ball. So. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Party machen. Robben geht vorbei an Depay, an seinem Teamkollegen aus der Niederlande. Ja, Robben 2.0, wie ja viele sagen. Ja. Habe ich auch schon überlegt, den mir jetzt dann zu holen und einen Schweini wieder zurück nach München zu holen. Ja, das habe ich überlegt. Und dafür ja verkaufen und auch oder auch verleihe ich dann die anderen Spieler, wie zum Beispiel Rode, würde ich dann verleihen. Ja, der Gea, der was er eigentlich bei Manchester United, bei Real Madrid spielen würde. Jetzt hat, hätten sie rechtzeitig diesen Vertrag gemacht, jetzt auf der Außenbahn. Memphis Depay gegen Mustafi. Wird wunderschön in die Liga gelegt, da ist Rooney. Eieiei. Nein, das ist nicht verzögert. Ich rede gerade wirklich so verzögert. Ja, und jetzt Lahm. Der Kapitän, Weltmeister. Eieiei. Robbe mit dem Roulette da nicht gut vorbei. So, jetzt hat Luke Shaw, der was in echt verletzt ist,
dank, glaube ich, einem Knöchelbruch. Ja, wieder Deepai auf der Außenbahn, der zieht da gut vorbei. Ja, aber Mustafi macht es dann nochmal gut und holt sich den Ball hier nochmal. Jetzt hat nochmal Robben, geht vorbei an Luke Shaw. Arjen Robben gegen Schneiderlin wird gelegt. Robben hat eigentlich noch den Ball und deswegen regt er sich auch auf. Für kurze Zeit hat er sich aufgelegt, Arjen. Schneiderlin kriegt hier die gelbe Karte. Ja, jetzt hat Robben. Robben, wir bringen den Ball da mal gut an die Außenlinie des 16ers. Und da steht Alaba. Und da ist Götze. Da ist Lewandowski. Eieiei. Und dann Jones klärt. So, Lahm jetzt mit der Ecke. Die war eigentlich nicht schlecht. Aber da ist David De Gea. Und macht es dann stark. Jetzt hat Franck Ribéry hat er heute beziehungsweise gestern für euch sein Debüt nach 9 Monaten Verletzungspause gefeiert. Aber da haben ja die Bayern ja auch 3-1 gegen die Gladbacher verloren. Ja, 3-1 haben sie ja hier gegen die Gladbacher dann verloren. Den erste Niederlage in der Liga. Und da ist direkt mal Schweinsteiger verletzt. Eieiei, Bastian, Schweinsteiger und Daley Blind kommt rein für Bastian. Schweinsteiger, Robben. Robben ist jetzt, sieht so aus, wäre auch verletzt, bleibt weiter liegen. Liegt immer noch. Ja, jetzt muss man sich ein bisschen darauf fixieren. Der liegt immer noch, der Robben. Der Robben liegt immer noch. Ich wollte gerade noch weiter nach hinten laufen. Hätte ich fast ein Eigentor gemacht. Ja, Robben steht da jetzt wieder. Sehe ich gerade. Ja, der ist jetzt auch am Ball. Arjen Robben. Ja, der kommt da gut vorbei. Spielt auf Robert Lewandowski. Lewandowski auf Müller. Müller mit dem Chip. Ball auf Robert Lewandowski. Uiuiui. So, meine Güte, jetzt hat Robben auf Lewandowski. Lewandowski hat ein bisschen Platz. Geben im Feldschuss in die Mitte, findet den guten Winkel, um da nochmal abzuschlüpfen, einfach mal abzuschließen. Aber United, Keeper David De Gea macht hier den Cut. Halt den Held. Ich und mein Deutsch wieder mal. Und ich verrede mich mal wieder in diesen wunderschönen Wolf. Wie man es so sagt. So wunderschön. Roy. Ich würde mal Reus sagen. Keine Ahnung warum. Oh, wieder das Duell. Niederlande gegen Niederlande. Aber Niederlande gewinnt. Denn das ist... Jetzt hat Deepai. Jetzt auf der Außenbahn. Deepai. Aber Manuel Neuer. So, Robben will's seinem Teamkameraden aus der Niederlande gleich machen eigentlich. Aber jetzt muss man hier ein bisschen hier auf der aufbauen. Schön, Ribéry jetzt auf der Außen wieder. Ribéry zieht in die Mitte. Hat ein bisschen Freiraum. Und dass der Robben da nicht hinläuft, sondern er stehen bleibt und sich ärgert, ist ein bisschen komisch. Ja, die lassen wir jetzt mal nicht in Lahm ausführen. Die lassen wir den Arjen Robben ausführen. Weil da hinten steht Mario. Und Deepai, glaube ich, stand dazwischen. Deswegen gibt es jetzt hier die nächste Ecke. Da steht nochmal Mario Götze. Ja, auf Vidal. Der hat einen besseren Laufweg eigentlich. Viel auf Ribéry. Ribéry mit einem... Hätte es fast geschafft, mit einem Roulette da einen guten Ding rauszuholen. Da sitzt der Schweini auf der Auswechselbank. Ja, verletzt, deswegen sitzt er auf der Auswechselbank. Das ist ein bisschen unlogisch, die FIFA. Nein, das ist auch Halbzeit. Ja, Halbzeit ist jetzt hier. Das könnte was werden hier. Ja, haben gute Chancen. Beide haben gute Chancen. Manchester United und die Bayern. Barcelona spielt 1-1 gegen... Wen spielen die nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber es ist auch nicht so schlimm. So,
Jetzt können wir hier die da zu Hause dürfen wir kein Gegentor gegen United kassieren, weil in der Champions League gibt es ja die Auswärtsregel und die ist ja so, kann ja manchen Mannschaften immer viel Debakel noch bringen im zweiten Rückrunden im Rückrundenspiel hier in der im Rückspiel der Champions League. Da gibt's ja immer viele, die was dann doch noch ausscheiden, weil sie im ersten Spiel ein Gegentor kassiert haben und das auch noch zu Hause gewesen ist und dann, ja. Und das ist eigentlich immer schlecht, wenn du als allererste Mannschaft immer zu Hause spielst, weil wenn du dann ein Gegentor kassierst, dann kannst du es nicht mehr wirklich wieder gut machen. Ja, also muss man aufpassen. Rooney bringt die Flanke in die Mitte, da ist aber Vidal, wäre da letztlich da Vidal gestanden, glaube ich, wäre es das 1:0 für Manchester United gewesen. Jetzt hat Depay lahm, stellt sich ein bisschen schülerhaft an. Aber wir haben ja noch einen Manuel Neuer im Kasten. So, Juan Mata bringt die Flanke in die Mitte, aber da steht Manuel, der Manu. Ja, bringen wir den mal weit auf die rechte Seite, wollte ich eigentlich machen, aber Neuer denkt sich, nö, die Mitte ist ein bisschen besser. Die nächste Partie ist gegen Darmstadt 98. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Uiuiui. Haben wir viel Glück. Da haben wir jetzt aber viel Glück, du. Das ist hier noch nicht. 1:0 für Manchester United steht. Jetzt hat mal Robben auf der Außenbahn. Robben nimmt ein bisschen Fahrt auf. Nimmt Fahrt auf. Spielt den Ball auf Robert Lewandowski, der was sich super frei läuft und dann so ein Schüsschen. Und dann kommt so ein Schüsschen dabei raus. Das gibt's doch nicht. Squadron? Ne, der kommt da nicht an den Ball. Jetzt hat auf Lahm, auf Robben. Robben mit einem schönen Übersteiger. Jetzt hat vorbei. Nochmal vorbei. Und jetzt kann er ein bisschen laufen, der Ayen. Ayen. Da steht Thomas. Da steht der Thomas. Der Thomas Müller, der steht ja immer richtig, du. Was denn hier los? Der Thomas. 1:0 Bayern. Meine Güte. Super gemacht von Robben hier auf der Außenbahn. Mit einem Finalschott, aber De Gea pariert nochmal. Aber dann steht Thomas Müller. Da, wo Thomas Müller immer steht. Genau richtig. Da steht er immer, unser Thomas. Ja, für mich müsste aber jetzt halt auch mal Lewandowski jetzt hier treffen. Der hatte viele Chancen, hat er vorhin eine 100%ige gehabt, aber die hat er ja eiskalt liegen gelassen. Lahm jetzt halt hier. Lahm. Wunderschöner Pass auf Müller, De Gea. Eieiei. Schön gemacht. So. Wenn den Ball hinbringen, da ist er nochmal Götze oder ist das Ribéry? Ne, das ist Ribéry. Ribéry gegen Depay, aber Depay gewinnt hier den Ball. Jetzt kann er ein bisschen laufen. Memphis. Oh. Ja, es war ein hartes Foul von Ribéry. Gibt die gelbe Karte für unseren Franzosen. Ja, aber es ist eine super Leistung. Aber diese Grätsche, die war ein bisschen überflüssig eigentlich, ja. Ah, Enke. Was? Elfmeter. Und da steht Rain. Rooney. Ich glaube, der haut ihn dahin. Nein, er haut ihn oben ins Eck. 1-1. Ei. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum gab's denn da den Elfmeter? Warum gab es da den Elfmeter für Manchester United? Da stand doch nur Ribéry und Ribéry ist nicht wirklich groß, um diesen Ball da irgendwie mit der Hand dann nochmal zu erwischen. Vidal. Ja, Robben will geschickt werden. Robben wird jetzt auch geschickt ein bisschen. Ah, der hätte fast in die Mitte ziehen können, aber Luke Shaw passt auf. Ja, einer der besten Linksverteidiger. Ja. Oh, Robben, probiert's einfach mal. Aber wir gehen jetzt auch mal hier eine Runde wechseln und es geht raus. Unser einer Franzose und wer kommt? Natürlich, unser anderer Franzose. Robben darf jetzt auch raus. Robben hat gute Leistung gebracht.
Ja, wir können jetzt noch bringen. Bringen wir Thiago? Wir bringen Thiago Alcantara für den Mario Götze. Ja. Das war eigentlich ein ganz guter Schuss. So, jetzt haben wir Costa drin. Jetzt haben wir Thiago drin. Jetzt haben wir Coman drin. Jetzt können wir ein bisschen hier mal auf Junge ein bisschen drauf gehen hier. Nicht mehr die Alten. Jetzt können die Jungen bei einem 1:1. Können wir auch mal ein bisschen die Jungen spielen lassen. Um da ein bisschen zu sagen, ja, ihr könnt das doch auch. Ich weiß das. Ihr seid meine Männer. So, Vidal. Ja, 25-jähriger Douglas Costa jetzt hat hier auf der Außenbahn. Bringt den Ball. Ja, schön gemacht. Jetzt hat Lewandowski. War ein ganz okayer Versuch. Vidal. Auf Müller. Müller, der kommt da nicht vorbei an Rojo. Rojo auf Aubameyang. Aubameyang spielt bei Manchester United. Eieiei, was ist denn hier los? So, Thiago auf Lewandowski. Was eine Parade, was für eine Parade von David De Gea. Mit einer Hand lenkt er hier den Ball an die Latte. Und Michael Carrick, die lebende Legende bei Manchester United, kommt rein. Da steht keiner, der was irgendwie den Ball da holen kann. Und Müller grätscht da, glaube ich, Carrick um. Gibt dafür die gelbe. Naja, muss man jetzt nicht geben, diese gelbe Karte. Ja, wir haben ein bisschen Pech irgendwie zur Zeit. Es steht immer noch 1:1. Die Zeit läuft einfach super schnell, immer noch weiter. Da können wir uns nochmal die Dinge anschauen. Hier, na, kann ja nichts dafür, kann auch der Thomas nichts dafür, dass der da irgendwie da so hinkommt. Ja, will abschließen und dann kommt dann sowas daher. Ja, dafür kann auch der Thomas nichts. Ja, da wird nochmal angezeigt, Michael Carrick. Ja, jetzt haben wir hier richtigen Karrieremodus wieder. Ja, es wird ja auch noch auf Ballbesitz gespielt, hintenrum. Von United. Noch einmal nach vorne geschlagen, aber da steht Boateng. Jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Nee, wird's nicht. Boateng mit einem schlechten Ball. Ah, da ist das Spiel auch aus. Wir spielen 1:1 gegen Manchester United. Eieiei. David De Gea, Matchwinner dieses Rennens hier. Wayne Rooney mit 2 Schüssen, 1 Tor. Ein unberechtigter Elfmeter, wie ich finde, gab's da. Ja, aber wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir einen sogenannten Manuel Neuer haben. Ja, hier nochmal ein Foul, ja, das ist nicht so interessant. Gibt's auch nochmal was anderes? Interessantes oder sowas hier? Ja, schon, da regt er sich auf, weil er einen Ball eigentlich nochmal hatte. Der, ja, schauen wir mal. Parade, gelbe Karte. Gelbe Karte. Ach so. Da haben wir gerade, wie gelbe Karte. Mann, aber das davor sieht man nicht. Das ist voll nervig, dass man das davor einfach nicht sieht. Was davor passiert ist, ja. Ja, ja, aber naja. Schauen wir uns mal hier die Noten an. Schauen wir mal, was der hier. Eine 8,7 für David De Gea. Ja, alle anderen waren bei Manchester United nicht wirklich gut. Bis auf Wayne Rooney mit einer 7,2. Aubameyang. Eieiei. Douglas Costa kam ja rein. Ja, die waren alle nicht so wirklich gut, die was reinkommen. Wir sind nur 10 Minuten drin gewesen. 17 Schüsse. Ja, da müssen wir mal ein bisschen. Ach, gegen Wolfsburg, genau. Team gegen Wolfsburg gespielt. Aber Wolfsburg verliert noch 2:1 gegen Barcelona. Schauen wir mal. Das ist uninteressant. Und mag der das aus Spanien haben? Wir können einfach kein Training machen. Weil wir jetzt dann wieder in den Spieltag reinkommen. Das Nahmannschaftsapporte. Okay. Die lehnen wir nochmal ab. Hat die lehnen wir auch ab. Chile lehnen wir auch ab. Auch ablehnen. Ja, da könnt ihr mal entscheiden. Mit welcher, ob ich dann mal Nationalmannschaftsapport ab nächster Saison machen soll. Nationalmannschaftsapporte machen soll, ja. Da wird auch dann immer ein anderes Thumbnail kommen, wenn ich dann das machen soll. Oder ihr könnt ja auch mal nochmal auf meinem
Tuvas Gaming-Kanal vorbeischauen. Link unten in der Videobeschreibung. Einfach da vorbeischauen. Und wenn ihr schon mal in der Videobeschreibung seid, schaut auf meinen Social-Media-Seiten vorbei, wie Instagram und Twitter. Da einfach mal vorbeischauen und liken, abonnieren, wie auch immer. Ja, da findet ihr ja auch immer, wenn ich mal kein Video bringe oder was ich ein Video gebracht habe oder wenn ich irgendwas anderes tweete oder ein Foto hochlade, ja, auf Instagram, ne, da findet ihr alles, was so geiles ist. Und was ich auch noch erwähnen will, schaut einfach mal auf Instagram vorbei. Das letzte Foto, was ich hochgeladen habe, da habe ich in FIFA Ultimate Team was richtig Geiles gezogen. Also Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao!